Bedeutungsganzheit formen. Im Aufstellen der Welt eröffnet das Kunstwerk dem Menschen die Augen dafür, dass erst innerhalb dieses in der Welt Seins des Menschen irgendein Seiendes sich zeigen kann. Alle Kunst ist in ihrem Wesen Dichtung und besteht in einer Stiftung des Seins, das heißt der Wahrheit und Verborgenheit des Seins, und das heißt wiederum der Streit zwischen Welt, Lichtung und Erde, Verbergung. Die Kunst als Dichtung stiftet in alle seine Kunstwerke das Sein, das Seiende im Ganzen. In der Kunst geht uns erst die Welt auf. Indem das Werk eine Welt aufstellt, stellt es die Erde her. Die Erde ist das Worauf und worin der Mensch sein Wohnen gründet. Indem das Werk eine Welt aufstellt und die Erde herstellt, ist das Werk der Austrag des Urstreites von Lichtung und Verbergung. Der Vollzug dieses Streites ist das Sich ins Werk setzen der Wahrheit oder eine Stiftung der Wahrheit. Hans Kock entdeckte in Heideggers Besinnung auf die Kunst einen Freiraum, der ihm sein Schaffen ermöglichen würde. Heidegger verabschiedet sich von der Ästhetik und verbindet die Subjekt-Objekt-Beziehung. Er zeigt, wie die Ästhetik zur Vergegenständlichung des Kunstwerkes, das so erst museumsfähig und wertvoll wird, führt. Hans Kock hat seine Kunst für die Welt und nicht für die Galerie und das Museum geschaffen. Ein Kunstwerk soll nicht aus, sondern aufgestellt werden. Da Heidegger vom Kunstwerk ausgeht und das Kunstwerk als Streit zwischen Lichtung und Verbergung versteht, ist jedes Kunstwerk Teil die Geschichte. Es gibt weder moderne noch abstrakte Kunst. Alle Kunst ist abstrakt, auch wenn sie realistisch ist. In der Kunst kann man sich, genauso wie im Denken, nie von der Vergangenheit befreien, weil diese immer im Kunst- und Denkwerk anwesend und ohne diese Anwesenheit die Vergangenheit stumm bleiben würde. Kunst und Denken sind nur im Gespräch mit der Vergangenheit vollziehbar und verwandeln so zugleich die Vergangenheit. Weder im Denken noch in der Kunst im wahren Sinne kann es so etwas wie eine Mode geben. Hans Kock und Martin Heidegger sind erst 1960 im unmittelbaren Gespräch miteinander gekommen. Ehe wir uns mit diesem Gespräch befassen, möchte ich an ein Wort Heideggers über das Gespräch erinnern. Heidegger sagt: Ein Gespräch sei ein sagendes Entsprechen. Das heißt, dass sich die Art eines Gespräches aus dem bestimmt, von woher die dem Anschein nach allein Sprechende, die Menschen, angesprochen sind, weil alles daran liegt, ob dieses eigentliche Gespräch, mag es geschrieben und gesprochen sein oder nicht, fortwährend im Kommen bleibt.
Der Gang eines solchen Gespräches müsste einen eigenen Charakter haben, demgemäß mehr geschwiegen als geredet würde. Ende Zitat. Die erste persönliche Begegnung des Bildhauers und des Denkers fand im Frühjahr 1961 statt. Heidegger wollte nur unter der Bedingung, dass er während der Sitzung arbeiten konnte, dem Bildhauermodell sitzen. Das erste Gespräch wurde so ein gemeinsames Arbeiten. Der Denker versuchte, das Zudenkende ins Wort zu bringen, weil der Bildhauer versuchte, das Wesen des Denkers zu fassen. Die Stimmung wurde von der gemeinsamen Angst um das Gelingen der Arbeit geprägt. Hans Kock versuchte, Heideggers Wesen in Skizzen einzufangen. Zuerst gelang das nicht. Und Heidegger war ein wenig irritiert, dass Kock immer wieder Papier in den Papierkorb warf. So lernte Heidegger, dass die Kunst immer ein Wagnis ist und auch oft nicht gelingt. Der erste Strich soll sitzen und tut er es nicht, dann ist alles verloren, kann man es wegschmeißen. Da hat der Denker es einfacher. An Texte können wir immer wieder. Arbeiten. Wir sollen ernsthaft bleiben, das sind keine. Da hat der Denker es einfacher. Am Texte können wir immer weiterarbeiten, ohne das Gedachte zu zerstören. Ich kann sagen, ich habe es hier nicht ganz glücklich ausgedruckt, aber dann mache ich einen Strich und schreibe auf ein anderes Blatt Papier, was dahin soll. Es gibt im Denken Versuchsmöglichkeiten und Wegen. Hans Kock hat in der ersten Hälfte der 60er Jahre eine Serie von Heidegger-Porträts und Lithografien geschaffen, die das Wesen des Denkers offenbaren. Er hat die Welt des Denkers aufgestellt und die Erde oder die Materie in die geeignete Form gebracht. Hier sehen Sie die Lithografie, die er damals geschaffen hat, und auch ein Foto von einer Heidegger-Plastik. Und davon gibt es 5 Fassungen? Sieben. Und das ist auch schon ungewöhnlich für Hans Kock, dass er 7 Fassungen von einem Porträt gemacht hat. Und die sind auch unterschiedlich. Ich habe 3 oder 4 gesehen inzwischen und ist auch interessant. Man sollte die mal zusammenbringen. Das wäre noch eine Aufgabe, die wir mal mit unseren Freunden von der Stiftung klären müssen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Im Dezember 1961 schickte Hans Kock an Martin Heidegger einige Aufnahmen seines Porträts. In seinem Antwortschreiben vom 28. Dezember 1961 schrieb Heidegger dazu folgendes Zitat. Auf den ersten Blick befremdet das Material, denn dieses muss dunkel sein. Manche Veränderungen sind dazugekommen, mit denen der hiesige Eindruck nicht sogleich in Einstimmung zu bringen ist. Die Aufnahme an Fass spricht am stärksten. Ich glaube, es ist ein Drohnen aus. Ich glaube, man muss den Kopf unmittelbar sehen, damit seine bleibende Substanz sich zeigen kann und das Werk als gültiges dasteht. Ende Zitat. Das ist natürlich auch für Heidegger als derjenige, der abgebildet oder
das ein Porträt sah, ist das befremdlich, wenn man das zuerst sieht. Man wird konfrontiert mit einer Interpretation von seiner eigenen Person, von einem Bildhauer. Und da muss man sich auch daran gewöhnen, weil er hat dann eine frühere Fassung schon gesehen im Atelier und sieht dann auf einmal, was er noch daran gearbeitet hat. Und das ist auch ein Prozess, was oft noch über Jahre sich hinziehen oder Jahrzehnten. Es gibt, auch im Skulpturpark gibt es Beispiele von Skulpturen, die Hans Kock schon früh gearbeitet hat und dann liegen lassen hat und dann erst 3 Jahrzehnte später mal wieder aufgegriffen hat und dann nochmal was Neues draus. Konnte er wieder damit was anfangen. 1,5 Jahre später schrieb Heidegger am 30. Mai 1963 wieder an Hans Kock. Und dann schreibt er Folgendes. Wir freuen uns sehr über die Vollendung Ihres Werkes. So, das sind doch schon 2 Jahre dazwischen. Möge die letzte technische Phase gut gehen. Aber ich kann Ihr Werk als Geschenk nur unter der Bedingung annehmen, dass Sie die Gießerei veranlassen, umgehend die Rechnung hierher zu schicken. Sie wird dann durch Postcheck, Herr Friede war sehr praktisch, seine Frau, sogleich beglichen. Ihr Werk ist ohnehin schon ein übergroßes Geschenk. Und am 12. Oktober 1965 schließlich, immer wieder wird der von innen geschaffenen Kopf von Seiten urteilsfähigen Menschen als das beste Werk gewürdigt. Und Heidegger ist von einer Reihe von sehr bekannten Bildhauern auch porträtiert worden. Wimmer, Heidegger zum Beispiel. In einem Vortrag, den Martin Heidegger unter dem Titel »Die Kunst und der Raum« gehalten hat, hat das, was Heidegger in unmittelbarem Gespräch mit dem Bildhauer Hans Kock erfahren hat, seine gemäße Form gefunden. Heidegger nimmt hier seine wesentliche Einsicht, dass die Kunst das ins Werk setzen der Wahrheit sei, wieder auf. Zitat: Einmal zugestanden, die Kunst sei das ins Werk bringen der Wahrheit. Und Wahrheit bedeutet die Unverborgenheit des Seins. Muss dann nicht im Werk der bildenden Kunst auch der wahre Raum, das, was sein eigenstes entbirgt, maßgebend werden? Ende Zitat. In einem für die Vorgehensweise seiner Spätphilosophie eigentümlichen Schritt versucht Heidegger, sich dieses Eigenste zu nähern, indem er auf die Sprache hört. Im Wort Raum spricht die Sprache von Räumen, das heißt Roden, die Wildnis freimachen. Der Raum erbringt das Freie und Offene, die den Aufenthalt des Menschen ermöglichen. Räumen ist, wie Heidegger sagt, Freigabe von Orten. Und da können Sie auch an diesen Skulpturenpark denken. Im Räume geschieht das Einräume. Das heißt erstens zulassen. Der Raum lässt das Offene walten, gibt es in sein Eigenstes frei. Zweitens kann Einräume bedeuten, die Dinge an ihren eigenen Orten sein lassen. Erst an diesem Ort kann ein Ding die Möglichkeit haben, zu den anderen Dingen zu gehören. Und das Skulpturenpark ist ein sehr schönes Beispiel für diese Gedanke. Noch einmal Heidegger. Der Ort öffnet jeweils eine Gegend, indem er die Dinge auf das Zusammengehören in ihr versammelt. Ende Zitat.
Der Ort öffnet jeweils eine Gegend, indem er die Dinge auf das Zusammengehören in ihr versammelt. In diesem Sinne ist dieser Skulpturpark ein Ort. Sie versammeln diese Plastiken und die Bäume in ihrem Zusammengehören. Aber dann sind die Dinge selbst die Orte. Der Raum entfaltet sich erst aus dem Walten von Orten einer Gegend. Nähe und Ferne kann es nur in einer Gegend geben. Und diese Nähe und Ferne ermöglichen erst die Menschen, erst die Messbarkeit des Abstandes. Die Plastik ist dann als Auseinandersetzung mit dem Raum, die Verkörperung der Wahrheit des Seins in ihrem ortestiftenden Werk. Die Plastik, nochmal Heidegger, eröffnet Gegenden, möglichen Wohnens des Menschen, möglichen Verweilens der sie umgebende, sie angehende Dinge. In jedem Kunstwerk ereignet sich das Sein. Ein Kunstwerk wirkt, indem es das Dasein des Menschen in eine freie Gegend einlässt. Erst in diesem Freiraum kann das Dasein sich auf das Kunstwerk einlassen und es als Verkörperung der Wahrheit in seinem Sein zulassen. Die Grundstimmung dieses Ein- und Zulassen ist die Gelassenheit. Einen Text Heideggers, den Hans Kock intensiv studiert hat, ist sein Vortrag von 1964, Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Das Ende der Philosophie bedeutet hier die Triumph des rechnerischen Denkens, das seine Vollendung in der planetarischen Herrschaft der Technik gefunden hat. Das Ende der Philosophie bedeutet auch, dass die Kunst völlig in den Kunstbetrieb aufgeht. Oder doch nicht? Wenn es eine Aufgabe des Denkens nach dem Ende der Philosophie gibt, sollte es dann auch nicht eine Aufgabe der Kunst nach ihrer Vollendung im Kunstbetrieb geben? Der Ursprung der Kunst und der Ursprung der Technik ist das griechische Techne. Techne ist laut Heidegger eine Art des Wissens, nämlich desjenigen Wissens, das sich im Entbergenden hervorbringen auskennt. Es wird etwas hervorgebracht in die Unverborgenheit von entweder der Künstler oder der Techniker. Und das ist auch der Gegensatz dann zu Natur oder Physis, als das, was von sich selbst her aufgeht. Da braucht der Mensch nichts zu tun, das kommt von selbst. Und dann kann man auch so ein Gespräch versuchen zu gestalten zwischen Natur und Kunst. Die Technik umfasst den Bereich der von Menschen hervorgebrachten Seienden, Werkzeuge, Dinge und Kunstwerke. Der andere Bereich ist die Physis, das, was von sich aus in die Unverborgenheit aufgeht. Pflanzen, Tiere, Planeten, Sterne, die Sonne, Götter und Menschen. Das Ende der Philosophie bedeutet im Grunde, dass das technische Wissen zur einzigsten Wissensform geworden ist. Das heißt, wir betrachten alles Seiende technisch und machen es zum Gegenstand unseres Willkürs. Auch wir selber sind Objekte dieses Machbarkeitsideals geworden. Unsere Welt wird so immer kleiner und die Gefahr droht, dass wir bald nicht mehr denken werden können.
dass wir diese, das Vermögen der Offenheit, gerade für Kunst und solche Dinge, verlieren. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das ist immer wieder hoffnungsvoll, wenn man so einen Satz bringen kann. Das Wort Hürdelins stimmt uns nachdenklich. Wenn die Herrschaft der Technik die Gefahr sei, da kann diese vielleicht von der Kunst begegnet werden. Nicht in dem Sinne, dass sie sich mit der Technik befasst und sie als Gefahr bekämpft. Das wäre ja nur eine Abart des Nihilismus. Sondern in dem Sinne, dass sie das Seiende als Seiendes wieder entbergt und so einen Freiraum für das besinnliche Denken schafft. Nochmals Martin Heidegger, ist auch aus einem Brief an Hans Kock. Am Beginn des abendländischen Geschickes stiegen in Griechenland die Künste in die höchste Höhe des ihnen gewährten Entbergens. Sie brachten die Gegenwart der Götter, brachten die Zwiesprache des Göttlichen und Menschlichen, des göttlichen und menschlichen Geschickes zum Leuchten. Und die Kunst hieß nur Techne. Sie war ein einziges, vielfältiges Entbergen. Sie war fromm, das heißt fügsam dem Walten und Verwahren der Wahrheit. Die Künste entstammten nicht dem Artistischen. Die Kunstwerke wurden nicht ästhetisch genossen. Die Kunst war nicht ein Sektor eines Kulturschaffens. Was war die Kunst? Vielleicht nur für kurze, aber hohe Zeiten. Warum trug sie den schlichten Namen Techne? Weil sie ein Heer und vorbringendes Entbergen war und darum in die Poesis gehörte. Diesen Namen erhielt zuletzt jenes Entbergen als Eigenname, das alle Kunst der Schönen durchwaltet, die Poesie, das Dichterische. Ende Zitat. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Die Kunst könnte in der Zeit der planetarischen Herrschaft der Technik einem neuen Zuruf des Seins entsprechen. Damit würde es einen neuen Austrag des Streites zwischen Erde und Welt geben. Nur die Kunst hat dieses Vermögen. Denn was bleibt, stiften die Dichter. Das Denken kann nur versuchen, diese Möglichkeit eines neuen Zurufs vorzubereiten. Das heißt, das Denken so lange wie möglich wach zu halten. Dichte, Bilde und Denke sind aneinander verwiesen und sollen im Gespräch voneinander hören. Kurz vor seinem Tod habe ich Hans Kock in Kiel besucht, oder in Seekamp. Es war ein mehrtägiger Besuch im Sommer. Hans Kock war so freundlich, mir die Stiftung zu zeigen und genügend Zeit zu lassen, die Auseinandersetzung der Kunst und Natur erfahren zu können. Da braucht man ein bisschen Zeit. Eine Plastik verkörpert einen Ort. Es stellt sich dann aber die Frage, ob der Ort räumlich gebunden ist. Kunstwerke wandern heute über die ganze Welt und werden in Museen ausgestellt. Obwohl sich augenscheinlich am Kunstwerk nichts ändert, verliert es doch seine Gegner. Wenn wir eine Skulptur von Hans Kock aus dem Skulpturpark entfernen, antwortet die Plastik nicht mehr auf die Natur. Das Kunstwerk wird heimatlos, aber ebenso das Stiftungsgelände, wenn die Plastiken nicht mehr dastehen. Vielleicht werden sie selbst ortlos. Während meines Besuches haben Hans Kock und ich auch mehrere sehr intensive Gespräche miteinander geführt.
und meistens endete sie in ein gemeinsames Schweigen. Ein Wort von Heidegger aus seinem Brief an Hans Koch von 24. August 1961 stand im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Ich zitiere noch einmal. Für mich, das heißt Heidegger, wird die Frage immer bedrängender, ob in der Zukunft überhaupt noch Bereiche sein werden, in denen sich das im Dichte, Bilde und Denke Geschaffene seinen Ort stiften kann. Eine Frage, die in dieser Form für die bisherige Geschichte der Menschheit noch nie aufzustehen brauchte. Ende Zitat. Die Hans-Koch-Stiftung sollte ein solcher Ort sein. Seine Kunst hat hier ihren eigenen Ort gefunden und eine Gegend oder einen Freiraum gestiftet. Hier kann der Mensch noch vom Ereignis der Kunst angegangen werden und könne Dichte, Bilden und Denken noch voneinander hören. Es ist heute außerordentlich schwer, aber deshalb auch so wichtig, um Orte zu stiften, wo in der Begegnung von Dichte, Denke und Bilde das Sein sich noch im Dasein des Menschen ereignen kann. Dichterisch wohnet der Mensch, hat Hölderlin gesungen. Dieses Wort entspricht dem von Frau Gottwald zitierten Wort von Novalis. Zur Bildung der Erde sind wir berufen. Nur weil wir zur Bildung der Erde berufen sind, können wir dichterisch wohnen. Und nur weil wir dichterisch wohnen, können wir zur Bildung der Erde berufen sein. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und damit mache ich Schluss.